Jetzt haben wir einen Experten für internationale Drogenpolitik, auch schon seit langen Jahren dabei, der Nils Biedermann. Und ja, herzlich willkommen, Nils, zur Hanfparade. Und hier das Mikro. Ja, hi. Schönen guten Tag miteinander. Ich wollte mich zuallererst nochmal für die herzliche Einladung bedanken. Ich bin jetzt hier das dritte Jahr bei der Hanfparade dabei und darf über das klägliche und unsägliche Thema Drogenpolitik auf UN-Level referieren. Ganz kurz, ich möchte kurz einen Überblick geben, wie Drogenpolitik auf UN-Level überhaupt funktioniert, und dann möchte ich quasi noch kurz abschließend erklären, was dieses Jahr bei der diesjährigen Sitzung der UN-Suchtstoffkommission passiert ist. Ganz kurz zu Anfang, die UN-Suchtstoffkommission ist das zentrale UN-Komitee, was sich mit Drogen- und Suchtpolitik beschäftigt. Das ist quasi dafür verantwortlich, Dinge zu legalisieren oder eben zu verbieten. Und der CND, beziehungsweise die UN-Suchtstoffkommission, ist ein relativ altes UN-Organ, was einen wahnsinnig, wahnsinnig schwierigen und alten und langwierigen Arbeitsprozess hat. Das ist ein konsensbasiertes Gremium, das heißt, alle Entscheidungen dort müssen im Konsens gefällt werden. Das heißt, wenn ein Mitgliedstaat aus der Reihe fällt, wird gar keine Entscheidung getroffen. Das wird gleich nochmal wichtig. So, was ist dieses Jahr passiert auf internationaler Ebene? Wer sich auch nur ansatzweise mit internationaler Politik beschäftigt hat, hat mitbekommen, dass die Ukraine überfallen wurde. Und auch auf der Sitzung der UN-Drogenkommission war der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine absolut vorrangiges Thema. Unser Drogenbeauftragter der Bundesregierung, Burkhard Blinert, hat in seinem Eingangsstatement die Ukraine bzw. Russland scharf verurteilt und hat aber gleich im gleichen Atemzug sich noch flammend für eine neue Drogenpolitik ausgesprochen, was sehr gut war. Was ist noch passiert? Wie einige von euch mitbekommen haben, legalisieren immer mehr Staaten international Cannabis. Das ist im internationalen Rechtsbruch mit der Single Convention bzw. dem UN-Einheitsabkommen von 1961, über das CND immer noch tagt. Und es gab dieses Jahr die ersten wahnsinnig großen Spannungen zwischen progressiven Staaten wie zum Beispiel Deutschland, Kanada, Kolumbien und sehr repressiven Staaten wie zum Beispiel Russland, China, Singapur. Da spielte unter anderem Menschenrechte eine Rolle, wie zum Beispiel die Todesstrafe für Drogenverbrechen, gegen was sich Deutschland sehr stark ausgesprochen hat, wo ich finde, muss man auch mal die progressive Meinung von unserem Drogenbeauftragten anerkennen. Das finde ich, hat er sehr gut gemacht. Ein weiterer Punkt war, dass sich noch mehr Staaten ausgesprochen haben. Es wird jedes Jahr mehr und jedes Jahr wird dieser sehr inkrementelle, sehr langwierige und sehr zähflüssige Ablauf im CND etwas brüchiger. Das heißt, selbst im internationalen Kontext, in diesem Gremium, was schon so lange so untätig ist, zeigen sich langsam Lücken, was internationale Drogenpolitik und Cannabis angeht. Das heißt, wir machen auch auf internationaler Ebene langsam, aber sicher Fortschritte. Langsam, aber sicher. Und zum Schluss möchte ich noch ganz kurz auf ein zentrales Thema eingehen. Es gab dieses Jahr den ersten Bruch mit dem sogenannten Wiener Konsens. Der Wiener Konsens ist, wie bereits angesprochen, die Tatsache, dass alle Entscheidungen beim CND eigentlich im Konsens gefällt werden müssen. Das heißt, alle 54 Mitgliedstaaten müssen einstimmig entscheiden, dass etwas passiert. Und es kommt eigentlich nie zu einer Wahl. Und nun hat Russland in einem Anflug von Übermut und internationale Kriegstreiberei sich dazu entschieden, auf der Generalebene eine Wahl zu veranstalten, was die erste Wahl seit Bestehen dieses Gremiums ist, und hat damit den Wiener Konsens gebrochen. Das ist zwar an sich noch nichts Großes, könnte aber zukünftig dabei helfen, sobald progressive Staaten sich dazu entschieden haben, bestimmte Dinge zur Wahl zu stellen, wie zum Beispiel ein Ausstieg aus der Single Convention von 61, um eben Cannabis zu legalisieren, könnte das der erste Schritt sein, um auch international endlich auf ein progressives Level zu kommen. Ich bedanke mich, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt was gelernt.